Zu guter Letzt zum Formel-Editor möchte ich noch eine kleine Quelltextsammlung geben. Quelltextsammlung deshalb, weil ich mittlerweile dazu übergegangen bin, das meiste wirklich zu schreiben und nicht mehr zu klicken. Des Weiteren möchte ich in dem Video kurz ein kleines Layout-Beispiel zeigen, weil manchmal gerät man so ein bisschen an die Grenzen dessen, was das Layout also offensichtlich hergibt. Und zwar beim Thema Äquivalenzumformung. Aber fangen wir erstmal an. Also nochmal zur Erinnerung, LibreOffice bietet mit Fn und F3 die Möglichkeit, eine nummerierte Formel einzutragen. Wenn wir jetzt in den Formel-Editor gehen, steht hier immer diese Blindformel drin, weil es irgendwie toll ist. Die machen wir mal weg und gucken uns nochmal an, was wir bisher hatten. Also wir können jetzt ganz normal Gleichungen schreiben, wir können auch multiplizieren, das ist der C-Dot. Und wenn ich nicht U0, sondern auch U gleich schreiben würde, stünde ich auch eine Gleichung, so. Wir haben gesehen, dass wir neue Zeilen einfügen können mit Newline. Was wir jetzt noch üblicherweise brauchen, sind Brüche in der Schule. Und das funktioniert wie folgt. Man schreibt U over, also über, I. Das ist natürlich nicht das mathematische über, sondern eben ein Bruch. Wenn wir mal in die Bedrulle kommen, dass mehr als nur ein Zeichen im Zähler stehen soll oder im Nenner, müssen wir hier Schweifklammern setzen. Wenn wir Schweifklammern setzen, ist das so eine Art ja nicht angezeigte Klammerung. Also jetzt können wir hier sowas hinschreiben wie U1 plus U2 plus U3 und so weiter. Ferner sehen wir jetzt auch Unterstrich macht Indizierung, das hilft auch. Das gleiche können wir im Nenner auch machen. Wir könnten jetzt sowas sagen wie I1 plus I2 plus I3. Ob das hier gerade elektrotechnisch irgendeinen Sinn ergibt, ich sag mal intuitiv nein, soll aber jetzt gerade gar nicht der Punkt sein. Aber so könnten wir jetzt solche größeren Brüche erzeugen. Doppelbrüche können wir auf die Art natürlich auch erzeugen, indem wir hier einfach beispielsweise in den Nenner gehen und nochmal einen Bruch erzeugen. Also ich sag mal, was weiß ich, R mal I, durch I. So. Na, jetzt haben wir einen Bruch in den Nenner eingefügt. Und so werden hier nach und nach Doppelbrüche erzeugt. Was ganz nett ist, ist, dass die Hierarchie mit dem Gleichheitszeichen immer klar ist. Also man hat hier nie das Problem, dass das Gleichheitszeichen irgendwo wegrutscht, wo es nicht hin soll. Ja, so funktionieren Brüche und Doppelbrüche. Was wir noch brauchen in der Schule, ist häufiger mal einen Exponenten. Also wenn wir sowas schreiben wollen wie e hoch x, dann funktioniert das mit dem Accent Circumflex. Das ist das kleine Dach unter dem Gradzeichen. Also wir schreiben e, Accent x, dann steht hier e hoch x. Und wenn wir das Ganze jetzt auch mal abgesetzt in einer neuen Zeile haben wollen, schreiben wir noch eine Newline davor. Jetzt haben wir e hoch x erzeugt. Das Ganze funktioniert natürlich völlig analog mit x Quadrat. Also dann würden wir halt x schreiben, Dach 2 wäre ein x Quadrat. Und wenn wir schon das x Quadrat haben, dann brauchen wir natürlich auch die Wurzel. Also wir können jetzt auch die Wurzel ziehen. Das ist im Englischen die Square Root und wird deshalb üblicherweise mit SQRT abgekürzt. Und wenn wir jetzt Square Root von x² schreiben, dann zieht er die Wurzel aus x². Jo, das sieht erstmal gut aus. Wir können jetzt auch noch schreiben, was hier rauskommt, nämlich die Wurzel aus x² ist bekanntermaßen nicht x, sondern der Betrag von x, also nehmen wir die Betragsstriche mit. Die Betragsstriche heißen im Englischen, oder der Betrag heißt im Englischen Absolute Value, deswegen wird es ganz gerne ABS abgekürzt, also ABSX ist der Betrag von X. Und wir sehen wieder, hier gibt es keine Abstände, also fügen wir sie mit den Tilden wieder ein. Tilden waren große Abstände. Gut, das sind, glaube ich, so die gängigen Sachen, die wir im Schulkontext brauchen. Es gibt noch viel, viel abgefahreneres Zeug, also wir können hier auch Produkte und Summen schreiben, aber das brauchen wir sicherlich eher selten. Das lasse ich jetzt an der Stelle erstmal so stehen. Als nächstes will ich eine Sache machen, die einen dann wirklich manchmal zur Verzweiflung treibt, und zwar brauchen wir ja öfter mal Formel umstellen, mal platt ausgedrückt. Im mathematischen Kontext heißt sowas ganz gerne mal Äquivalenzumformung. Und die jetzt mit dem Formel-Editor vernünftig zu setzen, ist wirklich ein Problem. Ich mache das mal an dem Beispiel, dass wir jetzt quasi das Ohmsche Gesetz in allen drei Varianten umstellen wollen. Also wir fangen mal an mit U ist gleich R mal I, wie oben. Dann
ist R gleich U durch I, auch wie oben. Und zu guter Letzt haben wir noch I ist gleich U durch R. Diese drei Zeilen sind ja alle äquivalent, also das heißt, die sagen alle sinngemäß dasselbe aus. Und was wir jetzt merken, wenn wir es so hinschreiben, ist, dass dieses Gleichheitszeichen erstmal nicht schön übereinander gesetzt wird, sondern das wird irgendwie so gesetzt, wie es gerade passt. Und des Weiteren haben wir die Äquivalenzumformungszeichen nicht. Die können wir zunächst mal einfügen, das ist erstmal unkritisch. Und zwar ist das ein Doppelpfeil links-rechts. Deswegen heißt der im Formeleditor D für Doppel, LR links-rechts, Arrow File. Das ist R hier. Das können wir in der nächsten Zeile auch noch machen. Und dann ist das zwar mathematisch gesprochen, ups, da fehlt ein R, so, da ist das zwar mathematisch gesprochen erstmal richtig, aber sieht einfach nicht schön aus. Was wir also jetzt noch machen wollen, ist dafür sorgen, dass das irgendwie alles vernünftig gesetzt ist, das heißt vernünftig senkrecht übereinander, sowohl die Gleichheitszeichen als auch die Pfeilchen. Das geht nicht einfach so. Also es gibt leider im Formeleditor keine Tab-Stops oder sowas, mit denen man das machen könnte. Was wir jetzt machen müssen, ist eine Art Tabelle bauen. Und es gibt tatsächlich ein mathematisches Objekt, was einer Tabelle ziemlich ähnlich ist. Und das ist die sogenannte Matrix. Die Matrix ist jetzt, siehe Wikipedia, wirklich einfach nur eine Aufzählung von Zeichen, die eben in einer Tabelle angeordnet werden. Was man auch immer mathematisch damit machen kann. Wir missbrauchen das jetzt mal nur zum Layouten. Also wir setzen davor ein Matrix, sagen, alles, was dahinter kommt, ist jetzt eine Matrix und erzeugen damit erstmal einen Haufen Fragezeichen. Und die Fragezeichen sind immer ein Zeichen dafür, dass er gerade Syntaxfehler hat. Also so, wie wir es jetzt gemacht haben, gefällt es ihm nicht. Das liegt daran, dass innerhalb einer Matrix keine New Line gesetzt werden kann. Also das stört ihn erstmal, das machen wir mal weg. Wenn wir es weggemacht haben, sind die Fragezeichen schon mal weg. So, was wollen wir jetzt tun? Wir wollen jetzt dafür sorgen, dass die Gleichheitszeichen alle untereinander stehen. Wir wollen ferner dafür sorgen, dass die linken Seiten der Gleichungen alle übereinander stehen. Wir wollen dafür sorgen, dass die rechten Seiten der Gleichungen alle übereinander stehen. Und zu guter Letzt wollen wir noch dafür sorgen, dass die Äquivalenzpfeile übereinander liegen. Was wir jetzt brauchen, sind also vier Spalten. Linke Seite Gleichung, Gleichheitszeichen, rechte Seite Gleichung, Äquivalenzpfeile. Also vier Spalten. Des Weiteren haben wir in der ersten Zeile ja kein Äquivalenzpfeil davor. Das heißt, das erste Objekt hier soll sogar quasi gar nicht da sein. Und jetzt versuche ich das mal einmal vorzumachen und vielleicht kann man nachvollziehen, was ich hier tue. Das erste, was ich jetzt brauche, ist quasi eine Art Platzhalter. Der erste Eintrag ganz oben links in der Tabelle soll leer sein. Man kann sowas wie leere Einträge machen, indem man einfach eine Schweifklammer auf und zu macht. Dann weiß er, okay, hier steht irgendwas, aber ich zeige halt nichts an. Und jetzt wollen wir die Spalte wechseln. Das heißt, wir haben jetzt quasi ganz oben links, das ist jetzt nichts. Und jetzt wechseln wir in die nächste Spalte. Die nächste Spalte ist die linke Seite der Gleichung und einen Spaltenwechsel machen wir mit einer Raute. Danach kommt ein Gleichheitszeichen. Dieses Gleichheitszeichen soll wieder in die nächste Spalte. Hinter dem Gleichheitszeichen soll wieder eine nächste Spalte kommen und wir sind hier ganz rechts in der Tabelle. Jetzt kommt die nächste Zeile. Eine nächste Zeile erzeuge ich mit zwei Rauten, also zweimal Raute. Damit lande ich in der nächsten Zeile. Man sieht es hier schon. Also wir haben hier syntaktisch noch diverse Probleme und das löst sich hinterher alles auf. Der Äquivalenzpfeil soll da stehen. Dann in der nächsten Spalte soll die linke Seite der Gleichung stehen. Dann in der nächsten Spalte das Gleichheitszeichen. In der nächsten Spalte die rechte Seite der Gleichung. Hinter der rechten Seite der Gleichung wollen wir wieder die Zeile wechseln. Wollen hinter dem Äquivalenzpfeil die Spalte wechseln. Wollen hinter dem I hier die Spalte wechseln, wollen hinter dem Gleich die Spalte wechseln und sind fast fertig. Was wir hier sehen, ist, dass er das irgendwie in gewisser Hinsicht schon schön angeordnet hat. Also die Äquivalenzpfeile stehen untereinander, die linke Seite der Formel steht untereinander, rechte Seite der Formel steht untereinander und in der Mitte haben wir jetzt Fragezeichen. Das liegt daran, dass er dieses Gleichsymbol hier, also das Gleichheitssymbol, nicht als reines Zeichen interpretiert, sondern wirklich als mathematischen Operator. Und der versucht damit jetzt wirklich ja nicht zu rechnen, aber der versucht das quasi als Operator auch wirklich ja, zu setzen. Das heißt, ihn stört gerade, dass er quasi nicht weiß, was er womit vergleichen soll. Und jetzt müssen wir ihm quasi nochmal Blindtext mitgeben. Genauso wie wir hier einen leeren Eintrag oben links haben wollen, wollen wir jetzt so eine Art leeren Eintrag neben dem Gleichheitszeichen haben.
Das heißt, wir fügen jeweils um die Gleichheitszeichen herum einfach so einen Leertext ein. Das heißt, der wird einfach nicht angezeigt, aber für ihn steht jetzt da was, was er miteinander vergleichen kann und ist damit dann sehr glücklich. Also auf sowas hier selber zu kommen, ist, glaube ich, jetzt nicht ganz untricky, deswegen habe ich es einmal vorgemacht. Das heißt, wir können mit Hilfe dieser Matrix anfangen, im Formel-Editor zu layouten und so Tabellen zu erzeugen. Das kann, wie man sieht, ganz praktisch sein, weil sowas ja auch öfter mal vorkommt. Also, dass ihr mal Formeln umstellen müsst in Dokumenten, ist ja nun nicht allzu selten. Dementsprechend hilft das, glaube ich, schon sehr. Das muss man jetzt 5-6 Mal machen und dann wird man auch irgendwann schnell damit. Aber diese Funktionen gibt es alle, sie sind nur manchmal versteckt. Viel mehr will ich zum Formel-Editor erstmal gar nicht sagen. Falls jemandem noch was fehlt, schreibt es unten rein, dann nehme ich noch was Entsprechendes auf.